Hallo und herzlich willkommen zu Pal World, wo wir gestern hier noch schön die Lagerstufe erhöht haben. Also nicht nur hier, sondern generell. Was ich nicht mehr gemacht hatte, was ich aber eigentlich noch machen wollte, ich wollte hier oben nach der Nahrung schauen und unser neues Flugfell ausprobieren. Ja, hast du dich hier? Ich glaube, der hat sich einfach festgebackt. Komm, ich befreie dich mal. Kann ich mir gar nicht mehr anschauen. Jetzt hat er sich hier. Ja, sie sind nicht unbedingt die schlauesten. Jetzt aber, jetzt kann er auch essen. Ich will hier gerade möglichst nichts aufsammeln. 31 Weizen, ja. Gibt zumindest ein kleines bisschen Mehl. Dann schmeißt man die nächsten Toastbrote an. Es ist halt einfach die bessere Nahrung, ne? Kann man nicht anders sagen. So, Foxy, du machst, ne? Dann können wir das mal da reinschmeißen. Den Rest würde ich tatsächlich hier auch fast rausballern. Das hier sollen sie bloß als zweite Möglichkeit nehmen. Ich habe bloß eine Zuckerwatte. Ja, dann schmeiße den Rest eh rein. Also dann ist es los. Ja. Sonst wäre ich hier erstmal zufrieden. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Bitte sag mir, dass du besser bist. Oh, ich sammle. Oh. Ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, dass wir flugtechnisch hier besser unterwegs sind. Würde mir gut gefallen. Bloß irgendwie habe ich das Gefühl, dass der nicht in den Steigflug geht. Was mir wiederum gar nicht gut gefällt. Und ich kann nicht absteigen. Lass mich runter. Lass mich bitte runter. Lass mich bitte runter. Bitte lass mich runter. Jetzt. Warum räume ich hier eigentlich schon wieder auf? Ich will hier nicht aufräumen. Aber wenn ich mal aufgeräumt habe, vielleicht können wir dann in den Steigflug, weil, keine Ahnung, wir hier nicht mehr über den Müll fliegen. Der ist jetzt natürlich direkt der Meinung, dass er mitarbeiten muss. Ja, grundsätzlich sehr, sehr lobenswert, aber nicht, was ich wollte. Kann ich mit dir bloß am Boden fliegen oder was? Okay, jetzt geht's. Nice, nice. Ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, dass wir einen Ticken schneller unterwegs sind. Ich glaube auch, er hat mehr Ausdauer. Was seid ihr denn? Irgendwas, was ich noch nicht habe. Vom Level her weiß ich bloß aktuell nicht so genau, ob ich mich wirklich mit denen anlegen möchte. Werde es aber natürlich trotzdem tun. Ah, ich habe keinen Silberschlüssel. Dafür nehmen wir aber schon die besseren Pelzfähren. Das ist keine gute Idee. Das ist definitiv keine gute Idee. So, ich versuche mal mein Glück.
Okay, Nummer 1 haben wir. Und Nummer 2 hoffentlich auch gleich. Ganz schlecht. Gut, ich wäre gerne weiter mit ihm geflogen und habe jetzt das Problem... Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Es wird halt kein einziger angezeigt. Oh. Puh. Puh. So ein Viech wäre auch cool, haben wir auch noch nicht. Von hier oben werde ich Elisabeth aber glaube ich nicht treffen. Nee. Na gut, ich wollte ja den Map sowieso ein bisschen erkunden. Das Problem ist bloß, es gibt hier nicht sowas, ja, wie einen Beleber, sage ich mal. Dass ich unterwegs meine Pelze wieder komplett hochwählen kann. Das ist ein bisschen doof. Versterzeln möchte ich natürlich auch nur ungern. Ich kletter hier mal still und heimlich hoch in der Hoffnung, dass ich nicht entdeckt werde. Bitte entdeck mich nicht, bitte nicht. Ah, okay, da drin wachsen Dinge. Ah, scheiße, wir haben Kampfmusik. Wir wurden entdeckt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich wollte mich doch bloß umgucken. Und eigentlich wollte ich auch noch Pelzer farmen. Was ist denn das hier? Ach, das müsste, glaube ich, Schwefel sein. Nur ist jetzt, denke ich, nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, das abzubauen. Und weil ich doof bin, mache ich es halt trotzdem. Oh shit, oh shit, oh shit. What? Oh, ich brauche dringend einen Schnellreisepunkt und ich will das Ei mitnehmen. Mist. Sollte ich mir für solche Fälle vielleicht noch einen Ersatz mit einpacken? Ist das vielleicht eine gute Idee? Scheiß auf den Legasphäre da. Ist jetzt natürlich nicht so geil. Da in die Richtung kriegen wir gleich einen Schnellreisepunkt. Ich hoffe mal, dass wir da hinkommen. Möglichst ohne zu sterben. Wir brauchen einen besseren Enterhaken. Die Reichweite ist lächerlich. Ja, wir könnten natürlich mit Anubis gemeinsam hier ein bisschen kämpfen. Dann würde das vermutlich auch klappen. Ja, baller mal rein und das könnte klappen. Aua! Warum bringen die sich eigentlich selber um? Das ist doch kontraproduktiv. Weil wenigstens haben wir noch eins gefangen. Das ist halt maximal dumm eigentlich. Ich hätte aber hier den Boss davon ganz gern. So ein Elisabeth. War nämlich noch gar nicht. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Aber jetzt geht's erstmal kurz nach Hause. Ja, können wir machen. Ich tausche den einfach aus. Wir haben genug davon. Ich habe jetzt nicht unbedingt eine persönliche Bindung zu dem. Von daher ist es mir egal, welchen wir davon nutzen.
14. Ja, Level ist eigentlich auch nichts. Und ich nehme mir jetzt dann trotzdem aus Sicherheitsgründen noch einen mit. Ein Anubis unterwegs reicht, ja? Ja. Oh Mann. Und ich sollte vielleicht mal was essen. Da unten ist dann ein Boss. Vermutlich auch mit einer Schnellreise. Die könnten wir uns mal schnell, ne, Schnellreise schnell freischalten. Jetzt arbeitet Tombeck wieder nicht. Die machen, was sie wollen. Diese frechen Pelz. In den Dungeon gehen wir aber ziemlich sicher noch nicht rein, ne? Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Was heißt, ich glaube, ich bin mir zu 95% sicher. Boss Level 38. Nö, ciao. Einmal hier freischalten. Ich würde... Wo war denn das? Das war hier. Da kann man eigentlich mal schnell... per Schnellreise hin. Da würde ich nämlich gerne farmen. Und zwar Pelsaft für... Dingens. Für... Zement. Wir brauchen halt leider echt viel Zement. Und dafür killen wir einfach die hier. Wir können von denen übrigens auch noch ein paar fangen. Alter, die Kackviecher halten halt nichts aus, ne? Problem ist, im Vergleich, ich auch nicht. Und Anubis auch nicht. Die sind schon... Ich meine, gut, Anubis ist hierfür auch definitiv nicht die richtige Wahl. Hierfür bräuchten wir eigentlich Elektro. Ciao. Wir sind mal kurz raus. Auf. Gut, so also schon mal nicht. Ist ja gut zu wissen. Wir tauschen dich aus. Du wirst jetzt langsam hochheilen. Ich esse gleich was. Dann nehme ich doch Grisbolt mit. Und Zoe. Zoe soll auch mitkommen. Level 12 ist halt scheiße. Aber mit den Elektroattacken gegen Wasser, das wäre nicht schlecht. So, Grisbolt hat natürlich anders großen Hunger. Draußen schon wieder Wilderer. Ich hasse dich. Warum schläfst du vor Stress ein? Du hättest einfach arbeiten können. Auf entspannt und normal. Hier sollten... Okay. Ich dachte, da geht schon ein bisschen mehr. Die machen wir wieder voll. Weitere 25 Brötchen. Will ich da jetzt schon wieder hin? Ich weiß nicht. Das macht mir fast ein bisschen Angst. Die sind ja mega asozial. Ich hoffe bloß, dass Grisbolt die nicht komplett one-hittet. Weil ich trotzdem ein paar davon gerne fangen würde. Wow.
wenigstens noch 9. Beziehungsweise jetzt 8. Das war das halt voll machen für unsere, für unseren Bonus. Momentan kommen wir ganz gut durch. Relativ wenig Schaden bisher. Lass mich bitte in Ruhe. Ich weiß nicht, ich tue euch doch im Endeffekt aktuell noch gar nichts. Momentan siedle ich euch bloß um. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Aua. Lass das. Ich dachte, wir könnten das hier noch verhindern. Aber immerhin haben wir noch einen gefangen. Und ich kann ja auch direkt dahin zurück, weil wir sowieso direkt am Schnellreisepunkt sterben. Wir brauchen halt auf jeden Fall bessere Rüstung. Ich muss mir mal die Koordinaten raussuchen, wo wir die bekommen. Ich glaube zwar, ich weiß, wo es war, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Lass. Ja. Die zwei helfen mir zum Glück. Ja. Willkommen. Dann schauen wir einfach, dass wir in Bewegung bleiben und uns möglichst nicht treffen lassen. Ja, komm schon. Ja. So, danach noch ein und dann wäre ich hier erstmal raus. Sollte, denke ich, auch mit dem Pellsaft erstmal ausreichen. Haben wir hier irgendwo einen, der einzeln rumsteht? Da ist übrigens nochmal ein Dungeon, aber ich will da jetzt gar nicht hin zum Markieren. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. So. Das ist eine sichere Sache. Jetzt können wir killen. Dann killen wir halt hier diese Gruppe noch. Stirb. So, dich noch. Die anderen haben davon nichts mitbekommen. Wir sind auch noch halbwegs full heal. So. Reicht mir erstmal. Dann gehe ich doch lieber weiter erkunden. Nein, ich wollte so. Von der Karte her am besten, ich würde mal so in die Richtung. Da waren wir anscheinend noch nicht. Einfach mal so ein bisschen gucken, was wir so finden. Vor allem halt noch den einen oder anderen Schnellreisepunkt freischalten. Vielleicht ab und an mal einen neuen Perl fangen. Von denen hier zum Beispiel können wir die Handschuhe schon machen, aber haben noch keinen einzigen. Level 20. Will ich aber gerade gar nicht machen. Die hier wären gut zum Farmen. Die Truhe kann ich öffnen.
Ja. Nehme ich mit. Dann gucken wir uns ein bisschen um. Den Schnellreisepunkt haben wir uns anscheinend schon mal geholt. Ich glaube, hier war das, wenn ich mich nicht täusche, wo die Truhe ist. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Wir gucken mal. Da gab es irgendwie einen Spot, wo vier Truhen sind. Nee, aber ich glaube, das ist es doch nicht. Oh komm schon, jetzt war die Ausdauer doch fast oben. Ja, mit euch lege ich mich gerade mal nicht an, habe ich keine Lust drauf. War das hier? Das ist, glaube ich, nochmal ein Schnellreisepunkt, den wir uns freischalten können. Würde ich gleich vorbeigucken. So, das ist zwar nicht der Spot, aber hier sind ja nur trotzdem. Das nehme ich schon mit. Was haben wir denn hier für einen Boss? Ist der machbar? Nicht wahrscheinlich nicht. Totenseelen. Level 28, naja, könnte vielleicht sogar fast machbar sein. Aber ich muss es nicht jetzt rausfinden. Ich will den Schnellreisepunkt. Gegebenenfalls noch die Lüftmann-Statuette. Wobei ich die jetzt nicht so aktiv sammle, weil ich komme halt mit unserer Fangrate aktuell eigentlich relativ gut zurecht. Mal hier drin. Und das nächste Problem ist, worüber ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, es könnte sein, dass ich an dem Spot, wo ich Ausrüstung fahren möchte, gar nicht reinkomme. Könnte sein, dass wir da Silberschlüssel brauchen und ich weiß gerade gar nicht, wo wir die herbekommen. Schon geil aus. Level 25. Ich befürchte bloß, die sind aktuell für uns ein bisschen zu sehr high level. Muss ich nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Wir können später wiederkommen. Das wäre alles so viel einfacher, wenn wir halt bessere Ausrüstung hätten. Dann gönnen wir uns hier noch die Statuette. Drüben ist dann auch wieder ein Schnellreisepunkt. Dort. Und zu dem Baum will ich auch irgendwann. Einfach nur, dass wir das mal gemacht haben. War nicht hier direkt einer? Dachte ich. Aber ich glaube, es war doch der da drüben. Man sieht ihn nachts wirklich sehr gut und auch mit großer Entfernung. Was ja sehr praktisch ist. Hier könnte man wieder was freilassen. Wilderer Level 20. Wir holen den Schnellreisepunkt, falls wir sterben, dass wir schnell wieder herkommen und dann würde ich da mal kurz Hallo sagen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Und vielleicht kümmern wir uns doch mal um bessere Waffen. Weil aktuell können wir halt bloß die Flinte machen.
Aber es macht, denke ich, keinen großen Unterschied. Mit der Flinte können wir nur einen Schuss absetzen und müssen dann nachladen. Mit der Armbrust ist es aber im Großen und Ganzen genau dasselbe. Alter, der hat einfach einen Flammenwerfer. Den hätte ich ganz gerne am besten als erstes weg. Dann die Grenadiere. Das ist alles gefährlich. Kannst du mal sterben? Ups. Waren das alle? Was bist du denn? Haben wir so einen schon? Ich glaube ja. Sieht süß aus. Nox? Ja, hatten wir schon einen. Jetzt haben wir halt zwei. Okay. Flammenwerfer ist schon, finde ich, ein bisschen assi. Corgi, du hast mal, glaube ich, noch nicht voll, oder? Wir werden es gleich sehen. Den haben wir. Ja, gut. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht finden wir noch einen. Oder zwei. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt wirklich die Flinte statt der Armbrust. Da haben wir zwar noch einen Haufen Pfeile, ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben die halt einfach so als Backup-Waffe. Flintenmunition werden wir hoffentlich kaufen können. Das hoffe ich wirklich sehr. Dann schaue ich zwischen den Folgen mal, wo dieser Spot war. Den würde ich mir echt gerne anschauen. So, einmal hier rüber. Muskete. Ja, komm, ist mir grad, ehrlich gesagt, relativ wumpe. Okay, Muskete und alte Pistole. Minderwertige Munition. Ich meine, ich könnte... Das Ding benutze ich halt eigentlich sowieso selten. Es reicht, wenn wir es dabei haben. Muss aber nicht ausgerüstet sein. Die werden schon nicht hier hinten angreifen. Ich guck mal nach unserer Munition. Und vor allem räume ich hier mal alles, was wir gerade nicht brauchen, aus. Brauche ich gerade nicht, brauche ich gerade nicht. Die lassen wir, wie gesagt, bloß dabei. Pistolen. Oh. Wir haben leider einen drin. Yo. Der ist gerade. Was zum Teufel hat der gerade in die Luft gejagt? Es ist aber, glaube ich, nur ein bisschen Decke und so kaputt gegangen, ne? Schmeißen die Granaten hier aufs Dach oder so? Aber das war drin. Ich baue das wieder auf. Und zwar jetzt. Nicht, dass es reinregnet. Das wäre ärgerlich. So. Alles gut, kriegen wir hin. Ich komme zwar jetzt nicht an Munition. Gerade als ich raus wollte. Achso, und ich. Ah, toll, jetzt ist hier das Bett im Weg. Wenn ich doch das Bett hinbauen kann. Warum?
Warum geht das denn nicht andersrum? Sind jetzt wieder ab. 200. Ja, okay, die sind abgehauen. Na gut. War nicht so der geile Fight, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich ja noch nie gesehen. Oh, Feuerdrüse. Ja, das ist. Das ist ehrlich gesagt ziemlich geil. Das ist sogar richtig geil. Das kommt mir sehr gelegen. Jetzt aber hier keine Munition. Nö. Pistolenmunition minderwertig. Die würde ich mitnehmen. Hier sortieren wir mal. Das kommt nach drin, das kommt nach drin, das kann ich mal hier so lang reinschmeißen, das kann ich hier reinschmeißen. Schwefel kann ich hier lassen. Das Ei werden wir direkt ausbrüten. Stimmt, die zwei Anubis-Eier müssen übrigens auch fertig sein. Holz kommt rein, das kommt rein. Hellsaft können wir hier lassen. Dann ist das erstmal wieder aufgrund. Also, die müssen wir erstmal wieder rein. Und das Viech geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Wir nutzen die aber auch wirklich nur für Wasser, ne? Ich glaube, ich tausche die den Panking aus. Der wird zwar 100% ständig mit Steiner bauen, was aber nicht schlimm ist. Weil das nervt mich. Ständig haut das Mistviech ab. Und wir könnten ja wie gesagt noch noch jemanden reinholen. Was wir aber aktuell glaube ich gar nicht brauchen. Der Händler, hat der zufälligerweise minderwertige Munition zu verkaufen? Nee, gar nicht. Ah, schade. Die Gott ist fertig. Das ist fertig. Du bist hier safe wieder hingebackt, ne? Weil du hoch bist. Komm, verpiss dich. Dann packen wir hier das Ei rein. Die Wolle gehört hier. Honig gehört hierhin. Die Bärensamen. Ich will nicht wissen, warum er hier Feuerzeug. Es interessiert mich einfach nicht. Heißt das, wir bräuchten praktisch noch einen Händler, der Munition verkauft? Na, dann können wir das Teil eigentlich beim nächsten Mal gleich ausprobieren. So viel länger als mit der Armbrust dauert das glaube ich gar nicht. Probieren wir beim nächsten Mal aus. Wie gesagt, ich schaue jetzt zwischen den Folgen mal, wo wir bessere Ausrüstung herbekommen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal auch, ob wir im Dorf gegebenenfalls... Oh, schaut nice aus. Ich hätte ganz gerne... Ich krieg die Beine nicht mit drauf. Aber so kann ich mir den rausholen. Fürs Thumbnail, weißt du? Ich würde ihn nur gerne noch drehen. Naja, wird schon passen. Im Dorf schauen wir dann einfach, ob wir da Munition kaufen können. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.